Ja, wo sind er dann? Ja, wo sind er dann? Hm? Daheim? Ja, ist auch. Ist ja besser gerade im Moment mit dem ganzen Blödsinn da. Aber ey Leute, ich hab ja jetzt was erfunden. Den Pfälzer Corona-Test. Wisst ihr, wie das funktioniert? Zeig's euch. Er nimmt eine Flasche Wein, füllen das in ein Glas und dann riechen er drauf. Oh, Riesling. Mhm. Schritt 2. Wenn er den riechen kennen, probieren mal, ob er den auch schmecken können. Ah, gut. Schritt 3. Wenn er den riechen und schmecken können, kann er sicher sein, dass er kein Covid-19 hat, gell? Ja, aber eine zweite Meinung ist auch wichtig, ne? Machen wir noch eine zweite Meinung, gell? Ist das gut? Ah. Oh, dritte Meinung geht auch noch, gell? Also, alle guten Dinge sind 3. Nein, ich habe den Schnelltest gestern 9-mal gemacht. Ja. Und alles negativ. Gott sei Dank. Ja. Aber ich muss halt oben den Test, glaube ich, noch einmal machen. Ja, weil ich bin halt morgen mit ein bisschen Kopfweh aufgewacht. Was ja ein Symptom für die Krankheit ist, gell? Leute, ich bin ein bisschen nervös, gell? Aber hopp, fangen wir an mit der Testphase. Leute, bleiben gesund! Wir sehen uns in der Pfalz.